Hallo und herzlich willkommen zu Forest Village, zur letzten Aufnahme in diesem Wochenende. ihr braucht wieder eine Folge, damit ihr am Freitag auch was zu sehen habt. Und ja, wir haben hier, ich habe hier so ein schönes Dörfchen, ne? Also so ein schönes Dörfchen. Wir werden hier auch langsam, ja gut, wir haben noch keinen Stein. Aber es wird sich jetzt in nächster Zeit ändern, denn der Steinbau ist fertig. Ja, da habe ich jetzt schon zwei Leute in der letzten Folge reingeschickt. Ich hoffe, die kommen lebend wieder raus, denn die Gefahr ist da sehr hoch, dass die in dem Steinbruch auch mal ums Leben kommen. Einfach mal, weil Stein im Weg war oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, da kriegt das Thema Hals- und Beinbruch eine ganz einfache, na Gott, eine ganz andere Bedeutung. Hals- und Steinbruch auf jeden Fall auch, ne? Ja, genau, okay. So. Ja, genau. Okay, haben die da jetzt weitergebaut schon? Okay. Ja, ich gucke gerade, was jetzt gebaut ist, was nicht gebaut ist und wie viel... Ach, guck mal, wir können da schon Hühner hinbauen. Dann setze ich da schon mal einen rein, wa? Oh, was ich jetzt gerade gemerkt habe. Guck mal, ich hab was vergessen. Ups, Entschuldigung. Boah, Alter. Das kam gerade willkürlich. Entschuldigung. Das war nicht mit Absicht. Aber gut. Ich habe ganz vergessen, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich echt vergessen. Ich weiß aber gerade nicht, wo das ist. Ist das der? Brunnen, richtig. Ich habe hier oben gar keinen Brunnen. Pop, jetzt haben wir da einen. Beziehungsweise der muss dann mal gebaut werden. Ne? So, was haben wir gemacht? Ich werde hier in der nächsten, also in der Zeit werde ich nochmal hier das bauen. Da werde ich noch die Schräge hinbauen, weil sieht einfach besser aus, wenn da die Schräge auch mit ist. Es wäre sonst blöd, wenn ich das jetzt lassen würde und da die Schräge nicht hinbaue. Und zwar kommt jetzt hier... Hier kommt jetzt die Schräge mit hin. Da kommt die Schräge mit hin. Und ich werde die einfach hier mitbauen. So. Warte mal, wie viel habe ich jetzt? 6? Ne, 7 bin ich jetzt. 6 hatte ich, glaube ich, hier, ne? Nur. Okay. So, dann mache ich nur so. Und dann ist hier schön. Zack. Und mache die Schräge hier auch rein. Dann kann ich hier vielleicht hier nach oben bauen. Ich weiß das nicht genau. Müsste ich nachher mal schauen. Und ich habe hier... Ah, guck mal hier an. Kann ich denn, ich weiß das nicht, ob ich das kann, ich weiß das nicht. Kann ich denn den Weg, ups, natürlich ist jetzt wieder dunkel. Warum ist hier immer dunkel, sag mal. Oh, kann ich jetzt hier nach oben bauen auch? Das ist ja cool. Das ist richtig cool. Das ist aber richtig cool gerade. Also das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ich muss nur gucken, wie das hier, weil hier so eine Art Spitze ist. Und ich habe gerade gesehen, wir haben hier bei uns einen Wilderwald. den muss ich natürlich nochmal schnell wegmachen, weil... Ja... Ich weiß nicht, ob euch das auch gefallen würde, wenn hier bei euch ein Urwald wäre, zu Hause. Ich glaube, da werde ich auch mit der Axt dabei gehen, tschack, und erstmal weghauen und was auch immer hier, erstmal wegmachen. So, weg damit. Ach nee, jetzt bauen die echt jetzt erstmal die Gasse hier. Ich frage mich gerade, wieso gehen die da rum? Was ist da jetzt schiefgelaufen? Warte mal, was ist da jetzt schiefgelaufen? Warum gehen die da jetzt so blöde rum? Äh.
Ah, okay. Kann ich das irgendwie noch einbinden oder so? Warte mal. Ich probiere gerade was, ob ich das hier so ein bisschen einbinden kann. Natürlich ist jetzt wieder. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe gerade. Ist das jetzt gut, was ich gemacht habe? Ich weiß das nicht genau. Ah, okay. Wie, das war's? Hacke. Find ich ja gut. Finde ich ja echt gut. Ich mach mal kurz den Weg hier weiter. Krass. Da fehlt noch einer. Fällt noch etwas. Hallo. Wie, der ist doch fertig hier. Das war doch nur zwei Gänge, oder nicht? Das war doch nur ein Zwei-Gänge-Menü. Mehr war es doch gar nicht. Wieso macht ihr den nicht weiter? Und warum kramt ihr jetzt hier hinten rum? Manchmal so. Denke ich mir echt, ja. Guck mal, die Steine haben wir schon. Ach, es fehlt wieder an Heu. Aber wir haben hier so viele Tiere. Alter. Also wir werden auf jeden Fall hier oben auf jeden Fall so ein paar Bienennester bauen. Habe ich mir so überlegt, so zwei oder drei Stück, mal gucken. Dann habe ich mir so überlegt, hier nochmal so einen Förster zu bauen, dass wir hier oben auch schön so einen Wald noch kriegen dann. Dass der Förster immer schön am Abholzen ist und wieder an Rand ernten ist sozusagen. Und dass wir hier unten diese kleine Hütte dann noch weiter bauen. Ich werde jetzt anfangen. Ja, und das war wirklich, ist wirklich höchste Eisenbahn. Ich werde jetzt mit diesem Haus hier weitermachen. Das Haus, ich weiß, wir brauchen 20 Steine, aber wir müssen langsam anfangen, das zu bauen. Denn wir müssen ja irgendwann größer werden. Und ich muss hier nochmal ein paar Felder gucken. Und werde dann hier auch nochmal gucken, ob wir hier Felder kriegen und Häuser bauen können. Und dann geht's schon weiter. Ach, guck mal, da hat sich da irgendwas hingepflanzt, zack, und er ist da und. Ah, okay. Ja, finde ich ja super. Gras ist auch schon da. Wir haben Sommer. Gut, ernten. Erntet lieber schon mal. Es wächst ja weiter. Erntet schon mal. Ernten, bitte. Guck mal, ist schon fast fertig. Mal, na, warte mal, ich mache hier auch schon mal ernten, wenn hier ernten kann. Ja, auf jeden Fall ernten. Wir brauchen mal Obst dieses Jahr. Sonst kriegen die Leute noch Skorbut. Das wäre nicht so gut. Guck mal, der fängt schon an zu ernten, oder? Ja, gut, fast. So, guck mal, schon mal wegernten hier. Ernte schon mal weg. Genauso wie hier. Zack. Erntet das schon mal weg. Und er ist auch schon fleißig dabei. Das finde ich super. So, der Brunnen ist noch nicht ganz fertig, weil wir brauchen 10 Heu. Komm mal, wir haben zwei Leute zu viel nicht an die Arbeit, ne? Das wollen wir mal schnell ändern. So. Wir haben 25 Leute insgesamt. Es ist einer gestorben. Steinmetz Jasmine starb bei einem Unfall. Ich wusste es.
Immer diese scheiß Mine. Jetzt arbeitet doch ein einziger in der Mine. Ja, gut. Aber dafür haben wir ein paar Steine. Das ist schon mal gut. Okay, ich schicke noch einen rein, weil wir brauchen einen mehr. Nein, ich, ach so. Ha, natürlich falsch gemacht hier, ne? Hallo Maus, geh hin da. So. Zweiter muss jetzt rein, tut mir leid. Da muss ein zweiter rein. Wir brauchen auch, guck mal, wie viel Erz wir haben. Erze haben wir en masse. Aber wir haben keinen Stein richtig und nix. So, jetzt ist der zweite reingegangen. So, wir haben jetzt keinen mehr, der da irgendwas bauen muss. Warum nicht? Baut sich der Brunnen auch von selber? Ach nee, der ist fertig. Ach so, ja gut, wenn es so ist, dann, ne? Ja, so, also, gut. Haben wir schon Eier, müssen wir die schließen. Kann man die schließen irgendwie? Kann man denn mit einer bestimmten Taste die Eier auch schließen sozusagen, dass man die nicht klaut sozusagen? Dass die jetzt zum Beispiel nur für den Bäcker sind oder so und bestimmt sind. So für Pasteten oder so. Das wäre nämlich echt geil. So, die Scheune werde ich hier auch mal hinmachen. Denn dann werden nämlich die Sachen, die hier hinten sind, in die Scheune gebracht. Das wird auf jeden Fall das nächste Bauprojekt. Und das allernächste Bauprojekt ist auf jeden Fall dieses hier. Die Schule. Wir könnten sie nicht bauen. Weil uns fehlt das Heu dazu. Also fast. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt hätten wir das Heu. Uns fehlt aber... Boah, Lehm brauchen wir auch noch. Lehm brauchen wir. Und wir müssen die Lehmhöhle bauen. Scheiße. Habe ich denn jetzt... Guck mal, das Haus steht ja schon. Ah, ich habe gar nicht mehr nach dem Haus geguckt, ey. Da, wie heißen die Leute denn alle? Edith, Camden, also Camden, André wohnt da. Und Annel. Okay, sehr gut. Die haben Kohle dabei. Sehr gut. Immer schön. Ja, die machen durchgehend, machen die Holz und Stein, finde ich schon mal gut. Dann habe ich hier Maddie, Gloriane, Oliver und Cecilia. Okay. Oh, fünf Leute, warte mal. Der fünfte ist... Ne, es sind nur vier Leute drin. Okay. Das heißt, es wird bestimmt irgendwann wieder demnächst Babys erwartet. Hier sind fünf Leute drin. Wer ist hier denn noch drin? Alana ist noch da drin. Alter. Wie die Leute alle viel arbeiten hier, ne? Finde ich super. Wir werden auch die Häuser upgraden. So ist das nicht. Hier ist Hunter und Andy drin. Alles klar. Er wohnt hier oben drin. Hier wohnen drei Leute drin. Oi. Also hier sind auch schon Leute drin, die schon an Altersschwäche sterben könnten. Aber ist Gott sei Dank noch nicht. Hier wohnen vier Leute drin, weil das Haus ja ausgebaut worden ist. Guck mal, Alter. Elene könnte die nächste sein. Elene. Oh, oh, oh. In Jahr 9. Oh, und hier sind zwei Männer drin. Alles klar. Wenn die hier Kinder erwarten, dann mache ich mir Sorgen. Und hier sind zwei Frauen. Und wenn die beiden erst recht, es sei denn, es sei denn, die zwei Männer von da drüben gehen hier kurz rüber und, na egal. und dann steht bei beiden Häusern, erwarten Kinder. Wie geht denn das? Okay, alles klar. Gut. Ach, guck mal, ach, wie schön ist das denn? Dann baue ich. Eigentlich habe ich hier jetzt mit dem Hühnerstall Mist gebaut. Weil ich müsste ja den Weg noch bauen. Der Weg ist ja noch sehr wichtig. Natürlich habe ich den Weg noch offen, ne? So, nee, ich mach den mal hier lang. Kann ich den hier durchbauen? Oh, wie knapp das ist, ey. Und ich kann ihn da hinbauen. Finde ich geil.
Sehr geil. Finde ich gut, finde ich gut. So will ich das hören. Und nicht anders. So, die sind sowieso gleich wieder dabei und machen das einfach. So, das dritte Haus ist schon fertig. Das finde ich super. Das dritte Haus. Das dritte Haus. Achso. Ja, schön ernten. Dass wir auch mal... Alter, ernten, Leute. Ernten. Wir haben Herbstbeginn. Ihr müsst das langsam mal wegernten. Das geht nicht. Guck mal, die Hühner freuen sich, dass wir was zu fressen haben. Ja. Alter, erntet das doch einfach. Ernten los. Wir haben Herbstbeginn. Kann doch nicht so schwer sein, das mal eben zu machen. Ich bin alt. Ich krieg da nicht mehr hin. Doch, klar. Brauchst nur Schaufel rausholen, fertig. Ja? Oder haust mit dem Hammer drauf. Machst du ja sonst auch immer. Ja, dann läuft der Hase schon, weißt du? So. Wir müssen auf jeden Fall die Lehmbiene noch bauen. Genau, die Biene müssen wir noch bauen aus Lehm. Und die braucht 340 Holz. Ja, Mensch, was für ein Zufall, dass wir gerade 500 Holz haben. Ja, und ich frage mich gerade, wo kommt das ganze Stein her? Bestimmt aus der Mine. Oder haben wir da irgendwas gebaut? Ich weiß das nicht genau. Aber wie gesagt, wir werden jetzt alles nach und nach bauen. Und dann wird daraus eine richtig schöne Stadt, glaube ich. Also ich kann es mir richtig vorstellen, dass daraus was wird. Und ja. Und dann kommt jetzt demnächst irgendwann die Mühle dran. Und der Bäcker. Aber die beiden Sachen dauern noch. Weil ich habe ja vor, hier neben, wenn die Bäume da nicht gerade im Weg stehen würden, hier habe ich vor, noch Häuser zu bauen. Die werde ich wahrscheinlich schon mal dahin pflanzen. Ich könnte ja auch mal größere Häuser bauen. Ich müsste mal eben immer gucken, ist da der Eingang? Und das passt nicht, weil nix, oder was? Der wäre dann hier, aber das, nee. Guck mal, wie viel Holz der braucht, Alter. Nein, brauchen wir nicht. Was ist hier? Was ist das? Das ist eine Herberge. Jo, alles klar, die bauen wir nicht. Alter. Das der Eingang oder wo ist der Eingang? Wo ist denn der Eingang? Ah, da. Alter. Ja, wir müssen auch mal gucken, ob wir ein Krankenhaus und so auch noch bauen. Ach ja! Ja, stimmt. Apropos Krankenhaus. Ich hab's nicht vergessen, Leute. Wir müssen auch noch die Apotheke bauen. Ich bin gerade am Überlegen, wo die Rennofen, Schneiderei. Der Hafen, ja. Die Schule haben wir. Taverne brauchen wir nicht. Die Apotheke. Die baue ich natürlich hier irgendwo hin. Und ich habe gerade gesehen, der Jäger ist fertig. Ich kann da also einen Jäger schon mal hinsammeln lassen. Guck mal, dann werde ich einfach... Echt jetzt? Jetzt steht der Jäger im Weg. Habe ich ja wieder super gebaut, ey, ganz ehrlich. Ich werde den mal hier so... Oder? Oder soll ich den so im Wald bauen? Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass er so weit weggeht. Muss der jetzt überhaupt so? Ich muss mal eben ranzoomen, weil ich weiß nicht, wie der gerade steht. Ich weiß nicht, wo der Anfang ist. Da ist der Anfang. Zack.
Jetzt habe ich den gebaut, ist mir egal. Ich baue den jetzt einfach. Ich baue den jetzt einfach. Ist mir egal. Ich brauche eine Apotheke. Weil wenn die Leute irgendwann krank werden, das wäre nicht so gut. So, ist schon mal gut. Jetzt laufen die da alle schön hin, immer. Pflanzen hier alles weg, ist schon mal super. Ich verstehe auch gar nicht, irgendwas macht der gerade, oder? Ne, der nimmt den Baum nicht mit, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Da können ja die Bäume erstmal bleiben. Wichtig ist erstmal, dass wir hier immer alles weiter bauen. Und es wird langsam kalt. Das heißt, guck mal, hier sind schon wieder so viele Sachen, die über sind und die nicht weggebracht werden. Und wir haben nur, ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen, wir haben nur 1600, da. Wir haben nur 1600 Fleisch. Ich meine Gemüse, oh, also Kartoffeln. Und wir haben 387 Obst nur. Nur. Das muss man sich mal reinziehen. Nur. Okay. Richtig. Dann werde ich jetzt den Jäger hier noch einsetzen. Schnell. Wo ist denn der? Da. Zack. Komm, Jäger. Zack. Bist doch gut besucht. Kannst doch hier hin. Wir haben jetzt genügend Leute. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt so viele Leute brauchen. Ich mach mal drei. Wir haben noch keine Sammler, ne? Sammler müssen wir auch noch mal bauen, irgendwann mal. Aber jetzt im Winter brauchen wir keine Sammler. Ich werde jetzt auch mal mehr Leute für Stein einteilen. 5 Leute ungefähr. Und die restlichen, die werde ich jetzt einfach hier verteilen. 2 Leute für hier. Der Kühler bleibt bei einem. Ja, wir haben noch 101. Guck mal, wie viele Klamotten die schon wieder haben. Ey. Der Bar macht und macht Klamotten hier ohne Ende. Da, der Klamottenbauer hier. Ich meine die Schneiderei natürlich. Und zwar hier. Da ist der. Oh, wir sind schon wieder über der Zeit. Alter Schwede. Also wir haben genügend Leute jetzt hier. Und ich finde, diese kleine Hühnerfarm hier, ne, am Ende, das ist doch schon mal ein Ergebnis hier. Wir kriegen Eier. Also irgendwann kriegen wir Eier. Keine Ahnung, aber die kommen und gehen. Ich möchte mal gerne von euch wissen in den Kommentaren, wenn ihr das wollt, also wenn ihr das weiter sehen wollt natürlich. Ich möchte ganz gerne mal wissen, wie kann man die Sachen sperren, dass die Leute sich das nicht holen. Weil ich klicke da jetzt drauf zum Beispiel und es passiert gar nichts. Normalerweise müsste ja so ein Haken sein, dass ich dann, oder muss ich da mit rechts drauf klicken oder was? Da muss man, ach, guck mal da, ah, ich hab's jetzt gemacht, ah, okay. Das sind die Eier sozusagen gesperrt für die Bewohner. Also kriegen sie kein Omelett morgens, ne? Weil wir sammeln die Eier jetzt erstmal. Und dann gucken wir mal. Guck mal, 3 Eier und 2 Fleisch kriegen wir auch immer. Das finde ich super. Ich denke mal, das finde ich, das ist ein tolles Ende. Und irgendwie schaffe ich das immer zum Abend, dass da abends ist. Und dann will ich immer abmoderieren. Ja, das ist natürlich scheiße immer, ne? Also ist immer abends da, das kann nicht sein, ey. So, das dritte Haus gebaut ist natürlich nicht so interessant. Wir haben hier, wir haben auch ein bisschen, guck mal, Heu haben wir auch schon wieder. Wir können uns mal überlegen, ob wir jetzt langsam anfangen, ob wir Weizen machen. Und dann könnten wir den Bäcker bauen, dann können wir Brot machen. Brot hat wahrscheinlich nicht so viele Kalorien. Guck mal, es wird wieder hell, das ist schon mal gut. Warte. Da. Fleischpastete 41. Oder Obstkuchen 59. Gemüsepastete. Ja. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht es einfach nochmal. Die Glocke nicht vergessen zu klicken. Dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr von diesem schönen Let's Play hier. Ich finde, das ist ein schönes kleines Let's Play, was man so mal zwischendurch machen kann, finde ich. Dann kann man mal so ein bisschen quatschen und immer schön weiter ausbauen. Und ja, ich finde, dass die Schräge hier, die passt auch irgendwie jetzt dazu. Dann brauche ich nämlich nicht mehr immer dieses Ebenen und dann hat der auch nicht hier so viel Ladezeit, also beziehungsweise Bauzeit sozusagen, nicht 300 Schritte zum Fertigerstellen sozusagen.
dann habe ich jetzt die Schräge da und die Schräge, da versuche ich dann nochmal so eine gerade Fläche zu kriegen irgendwann mal. Und ja, ich würde sagen, jetzt habe ich schon viel zu lange geschnackt. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Forest Village. Also, bis dann und ciao.